Hey Leute, der Griver hier und willkommen zur nächsten Runde von Avent Colony. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sind immer noch auf Vanar, einem Gebiet auf Avent Prime, was so ein bisschen erdähnlich ist. Schon mindestens ein bisschen grün. Es gibt trotzdem keine Luft zum Atmen, wodurch wir hier alles immer hermetisch abriegeln müssen und dafür sorgen müssen, dass die Luft und alles ordentlich ist. Genug zu essen haben. Momentan haben wir ein paar Aufträge. Wir müssen ein Referendum gewinnen. Das dauert aber noch ein bisschen. Und wir sollen eine Chemieanlage bauen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Mühle. Chemieanlage. Fortschrittliche Chemieanlage, die Mais-Sirup, Limonade, irgendeinen Schlamm und alle Art von Verstärkern machen. Eissplittersturm erkannt. Können aber dennoch Gebäude deiner Kolonie beschädigen. Okay. Handelsschiff ist angekommen, ist mir egal. Oh, okay. Ha, ist mir egal, wir bauen jetzt erstmal die Chemieanlage. Wir machen die mal hier hin. Ups, den wollte ich drücken. Ach ja, und ja, ich habe hier so eine Abwehrtürme gebaut. Und die versuchen jetzt die Eissplitter wegzuschießen. Die benutzt man nachher auch noch für andere Sachen. Okay, ist fast gerade noch so in Reichweite von dem Blitzsturm. Können hier noch den Luftfilter verbessern. Oh, wir haben kaum noch Naniten, sehe ich gerade. Die haben die echt abgeschossen. Ansonsten wären die Splitter runtergekommen. So, die Chemieanlage haben wir gebaut. Ist wieder Zuwanderer gekommen. Kerulischen Schein beginnen. Entari und Xenosalbei. Okay, also wir sollen. Wir brauchen Entari und Xenosalbei. Ich glaube, um die herzustellen, brauchen wir. Ich mache das mal kurz nach. Eieiei, Strom sieht auch nicht mehr so doll aus. Wir machen mal hier volle Effizienz. Wir rüsten es mal auf. Ist auch volle Hütte. Na gut, wir haben auch gerade Winter. Also theoretisch bräuchten wir wieder ein Gewächshaus. Ich guck mal kurz, besetzte Arbeitsplätze 64%. Genutzte Wohnkapazität 78. Okay. So, jetzt kann man hier nämlich aussuchen, das sind halt Sachen, die man zum Essen benutzt. Und nicht essbare Nutzlasten sind zum Beispiel hier dieses Entari oder diese Xenosalbei. Wir brauchen jetzt mal hier Entari. Xenosalbei. Die wächst hier zum Beispiel nicht so gut. Sind wir wirklich nur bei 50%. Müssen wir aber durch. So, wir haben den Reis exportiert. Bringen wir da ein bisschen Naniten. Bliss erforscht. Jetzt möchte er Brokkoli haben. Okay.
haben wir denn Brokkoli da? 16 nur. Müssten wir quasi umstellen. Man kann hier nicht so sehen, wie die Produktion ist. Ich glaube 60% wäre sie hier. Habe ich die anderen und hier wäre es... Kann man das sehen hier? Na, ich mach mal auf Brokkoli um. So, hier ist Xenosalbei, hier ist dieses Ding. Wir haben keine Forschung ausgewählt. Ich forsche jetzt hier einfach mal alles. Weil der macht das dann alles nach und nach. Zentrum, bla bla bla, Blitz getroffen. Das ist alles in Ordnung. So, genutzte Wohnkapazität macht mir aber ein bisschen Sorgen. Wir können es noch aufwerten. Wir haben nicht mehr so viel Naniten leider. Wir möchten jetzt erstmal wieder mal ein bisschen nichts mehr bauen, sondern wirklich erstmal wieder Arbeiter herkriegen. Dass hier die ganzen Arbeitsplätze belegt sind. Dann wird alles auch schneller produziert. Ich hoffe, der Winter ist bald vorbei. Essen wird auch ganz schön knapp wieder. Wobei es eigentlich genug wäre, wenn genug Arbeitsleute da sind, also Arbeitskräfte. Weil wenn die Farmen voll sind, dann müsste es eigentlich gehen. Wir könnten dann mal noch so ein Zoriumkraftwerk bauen, wo wir jetzt wieder bei 500 sind, das geht eigentlich. Wir müssten jetzt schon eigentlich ein bisschen was haben. Entari 65. Und wie hieß dieses andere? Xenosalbei. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal diesen zerolyschen Schein. Erhöht reduziert die Kriminalitätsrate. Oh, jetzt kommt das Referendumsjahr. Und die Bürger werden am Ende der Jahreszeit Winter wählen. Du erhältst zu Beginn der Jahreszeit Umfrageergebnisse bis zur Wahl. So, denen ist die Kriminalität zu blöd. Beengtheit. Also Kriminalität. Wir könnten hier nochmal Polizeidrohnen aufrüsten. Nahrung niedrig. Der Winter ist jetzt vorbei. Ah, okay. Müssen wir quasi echt noch ein Habitat bauen, ne? Dann hätte ich noch gesagt, bauen wir noch mal eine Polizeidrohne, aber wir haben nicht genug Naniten. The reports of low food supplies are quite concerning. Please make sure your colony increases food cultivation immediately. Heißt das, hier ist es abgedeckt? Ah, okay. Bauen wir mal da noch was hin. So. Ja, was erforscht, Nahrung niedrig, wir machen immer noch miese, okay. Bitte exportiere 200, okay. Okay.
As you recall, the Constitution guarantees your citizens the right to vote on their colony governor. It looks like that time is upon us again. Immer noch Kolonialität. Ich habe eigentlich immer darauf geachtet, dass jedes Gebäude irgendwie einen Tunnel hat. Ich wüsste jetzt nicht, wo es nicht so ist. Zuwanderer. Verdammt. Wie sieht's aus mit Brokkoli? 161. Der braucht 200. Wie viel Eisen haben wir? Gar nichts, alles klar. Kein Eisen? Ist ja blöd. So. Good news. Your citizens seem happy with your performance, and I think you have 84% der Stimmen. Wo ich lebe, leben. Sind zu viele Menschen. Ein Einkaufszentrum, damit können wir noch dienen. Wenn ich es denn finde. So. Ich könnte da mal ein bisschen einkaufen gehen. Eigentlich genug sein. Die Moral ist auch eigentlich ganz gut. Ist auch alles im Plus, also ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht klappen sollte. Ich mache mal hier nochmal aufrüsten. Haben sie noch eine Drohne mehr? Hier irgendwas auch noch aufrüsten. Oh, unsere Nahrung. Sollen wir uns jetzt echt doch mal drum kümmern hier? Das geht gar nicht. Hier haben wir Reis. Wanderer, immer noch mehr Nahrung. Wir sind jetzt wieder im Plus, das ist schon mal gut. Ah, der Winter kommt auch bald. Jetzt habe ich wieder keine Naniten. Ich muss mal kurz gucken. Die Kupferminie baut immer noch ab. Ist okay. Die haben wir auch noch Eisen. Also alles gut. Herrlich niedrig.
wir mal, wir brauchen hier irgendwas. Mal so. Ich brauche, glaube ich, noch einmal Wasser. I think you're on track to win this referendum, but here's the feedback I've gleich eine Wasserpumpe direkt neben den Dingern. Müsste das eigentlich auch klappen. Ja, das ist halt so die Schwierigkeit an dem Spiel hier. Man muss halt immer so versuchen, eine gewisse Balance hinzukriegen. Dass die alles haben, was sie brauchen. Weil Nahrung ist echt schon knapp. Ja, sagt er mir jetzt hier auch nochmal. Theoretisch könnte ich die hier nachher nochmal umstellen. Wie viel habe ich denn jetzt von diesen komischen Schein-Dings. Oh, doch 1200 schon. Holy fuck. Wir machen mal erstmal diesen Schein. Dann kriegen wir noch ein bisschen Brot. Was brauche ich denn um den... Auch eine Arzneiausgabe. Aus einheimischen Pflanzen hergestellt, Verstärker, die Moral und bla bla bla. Okay. Machen wir mal so, weil wir haben genug von denen. Der reduziert ja die Kriminalität und sorgt für Wohlverhalten, alles klar. Weil wir haben so viel von dem Zeug. So, die Musik einfach weg. Ah, okay. Irgendwo konnte man noch hier auch sehen... bei Statistik. Ja, die Bevölkerung muss wenigstens noch ein bisschen wachsen. Wir haben immer noch unbesetzte Arbeitsplätze. Immer noch schlecht. Wie viel haben wir denn von diesen Xenosalber? Ist auch nicht mehr so viel. Entari ist noch viel. Okay. Ah, der Winter geht jetzt los. Na, GG. Also unser Essen wird jetzt wieder... schlecht, dann können wir hier niedrig machen. Beziehungsweise können wir es auch ausmachen. Abschalten. Aktivierung nicht möglich. Good news. Your citizens seem happy with your performance, and I think you have a good chance to win this referendum. Wir haben genug von diesem Scheinzeugs. So, mehr Forschung ist fertig. Also wir verlieren noch
ganz wenig nur noch, das ist okay. Habe ich das nicht angemacht? So. So, dann haben wir eigentlich alles. Strom sieht noch gut aus. Wasser ist gut. Nahrung ist kacke. Können wir es hier noch aufrüsten? Das können wir auch noch aufrüsten. Hat es einen Blitz abgefangen, sehr schön. Nahrung geht echt gar nicht, ey. Ja, das Ding ist jetzt erschöpft. Jetzt Verstärker minus 25% Kriminalität. Das ist doch... Wieder mehr Zuwanderer, wir haben nur noch 69% nur Arbeitsplätze. Können das Habitat noch einmal aufrüsten. Das könnten wir auch noch einmal aufrüsten. Herstellen. Wasser und Mais. Kalorienreiche, ungesunde Nahrung. Ich glaube, der Winter ist bald vorbei, ey. So, Lagerraum sieht gut aus, Luft ist auch noch okay. Wenn es hier nur 87% ist. Arbeitsplätze 71. Blitz getroffen, Blitz getroffen. Forschung abgeschlossen, alles klar. So, das Referendum nehmen wir auf jeden Fall noch mit für die Episode. Sieht's mit Brokkoli aus? 207 nur. Jetzt wir von Nahrung her eigentlich wieder gut aussehen. Mach mal eine Geschwindigkeit höher. Congratulations on your referendum victory, boss. Yay, wir haben das Referendum gewonnen. 87%, ja, ist doch gut. Das Gouverneursposten weiterhin behalten. Kolonisten, die dagegen nicht gestimmt haben, sagten, Arbeitsweg ist zu lang, wo ich lebe, sind zu viele Menschen, es gibt zu viel Kriminalität. Was immer noch? Der Sieg hat 6 neue Sozialstrategien freigeschalten, okay. Was sind denn Sozialstrategien? Zuwanderungs- und Energieüberwachung. Zwangsüberstunden.
Kriegsrecht. Toll. Congratulations on your referendum victory, boss. Hochhäuser. Da deine Bevölkerung wächst, musst du zusätzlich geeignete Unterkünfte für sie finden. Bitte baue ein Hochhaus. Da ein Hochhaus eine große Anzahl an Kolonisten beherbergen kann, ist es eine gute Idee, es zentral in einer Kolonie zu errichten. Aha. Ach ja. Oh, holy fuck, ja. Oh, hier ist doch cool. 34 Energie. Okay, reicht noch. Okay, das sieht jetzt eigentlich voll behindert aus, aber ich muss machen. Na. Sag mal. So. Den Schleim gemacht, dann machen wir jetzt noch den Export von Brokkoli. Ja, haben 300, das ist okay. So, und das Essen steigt gerade rapide an. Dann können wir hier auch wieder wechseln. Okay, hier ist 12. Ah, die 8. Mehr Energie. Ich denke mal, wir haben wie gesagt auch ein paar. Baue einen weiteren, haben wir ja schon. Baue ein Hochhaus, haben wir. Your progress is satisfactory. I've been authorized to provide your colony with a small reward. Machen wir nochmal Zuwanderer. We'd like you to increase the colony's population. Ja, wir sollen noch 200. Wir haben es jetzt 199. Perfekt. Brokkoli machen wir auch. Essen steigt auch, Wasser steigt. Wir haben jetzt 83% besetzte Arbeitsplätze. Bauer ein Bar und Grill, haben wir auch geschafft schon. So, normale Priorität. Forschung sind wir auch gut dabei. Möchtest du den Knie weiter ausbaust? Bitte baue 4 zusätzliche Gebäude einer beliebigen Art, Tunnel ausgenommen. Ach. Ich will nicht noch irgendwas bauen. Können wir mal gucken. Wir bräuchten hier hinten mal noch ein Verteidigungsgebäude. Mit der Kriminalität aus, dann machen wir mal hier noch eine Polizeidrohne oder auch nicht. Wie sieht es mit der Luft aus? 100%. Ja. Source Overlay ist okay. Bonus Overlay. Sind eigentlich alle happy. Oh, wir sind drüber, sehe ich gerade. Verdammt, wir haben nicht genug Strom. Müssen wir erstmal so ein Solarpanel noch bauen. Hochhaus hat ganz schön viel gekostet, denke ich mal. So, Strom ist wieder da. Solarpanel bauen. So, Luftsystem war okay, Wasser ist auch gut. Der Lagerraum wird jetzt ein bisschen voll.
sonst noch irgendwas? Export von Eisen, Export von Naniten. Governor, during our initial exploration of Vanar, our scouts encountered an unusual alien life form. This organism is only marginally intelligent, but it does pose a great danger to our colony, as it can attach to our buildings and grow very quickly. We call it the Creep. Our research team analyzed the threat and quickly devised a special drone that can cleanse the Creep from infected structures. I'm now uploading the schematics for those scrubber drone stations directly to your colony governance system. I recommend building one as soon as possible. Our scanners have detected several creep spores heading toward the nearby lake, and an infestation is highly likely in the near future. Alles klar. Dann machen wir jetzt hier aber erstmal kurz Pause. Kontinuierliche Ausweitung haben wir auch abgeschlossen. Mehr Zuwanderer. Wir sind jetzt bei 85% belegte Arbeitsplätze. Ja, jetzt sollen wir so eine Schrubberdrohne bauen. Und wir sollen die Stadt auf 300 erhöhen. Schrubber ist eine Drohne, also muss die hier rein. Dann müssen wir auch wieder mehrere bauen. Einmal hier. Und einmal hier hinten. So, den Rest machen wir dann aber in der nächsten Folge. Der Schleim ist auch wieder da. Jetzt wird unser Lager hier doch ein bisschen voller. Müssen wir mal gucken, aber eigentlich wachsen wir ja noch mehr. Wir müssen mal wieder ein bisschen runtergehen von den Nahrungsproduktionen. Aber gucken wir gleich. Vielleicht können wir auch erstmal noch ein bisschen außerirdisches Zeug machen. Die ist doch gut. Und vielleicht geht die hier unten. Nee, Weizen. Ja, machen wir so. So, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter und müssen uns hier auf den Schleim vorbereiten. Ich glaube, unsere Kanonen schießen die Sporen auch ab. Aber es kann halt sein, dass sie sich an unsere Gebäude festheften. Und dann müssen die Drohnen das sauber machen. Ansonsten machen die die Gebäude kaputt. Und das ist nicht gut. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ist ein schickes Spiel. So für zwischendurch mal. Und wer so Anno und sowas, wem das gefallen hat, der wird es ja auch, denke ich mal, mögen. Grafik ist doch eigentlich wirklich schön. Und wir zocken, wie gesagt, noch ein bisschen weiter. Vielleicht schaffen wir noch die 300... Populationsmission. Ich weiß gar nicht, wie lange die hier geht, die Mission. Vielleicht schließen wir auch Vanar komplett mal ab. Mal gucken. Würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren was reinschreibt und ein Like da lasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.